drei Anekdoten möchte ich Ihnen erzählen in dieser kurzen Zeit, die dieses Thema gemeinsam Aufschwung schaffen, vielleicht, wenn man so will, in einen Rhythmus oder einen Akkord unterteilen können, der ein bisschen einen Überblick über das Bahnwesen hinaus liefert, Ihnen geben kann und ein bisschen ein Gefühl für unsere Arbeit. Die erste Anekdote war ein persönliches Erlebnis, das ich hatte bei einem internationalen Treffen von Bahnchefs, und ich hatte Gelegenheit, ein Abendessen mit dem indischen Bahnchef dort zu haben. Das Spannende ist gewesen, die Strukturprobleme in Indien, die Bahn hat, sind nicht so ganz unähnlich wie jene, die wir in Österreich haben, wiewohl ich doch glaube, dass wir ein paar Schritte weiter sind. Aber das ganz Interessante in diesem Gespräch ist eigentlich was anderes gewesen. Und zwar war das jenes, dass der Kollege keine Ahnung hatte, wer ich bin, keine Ahnung hatte, wer die ÖBB ist. Aber bei zwei Stichworten hat er glänzende Augen bekommen, und das eine war Voestalpine, wie die Kollegen dort sagen, und Plasse und Teuer. Jetzt brauche ich Ihnen die Voestalpine nicht erklären. Plasse und Teuer ist einer der erfolgreichsten Gleisbauer, ist ein Hidden Champion, 90% Exportanteil. Die machen im Wesentlichen Gleisbaumaschinen, die sie in der ganzen Welt verkaufen. Ist ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen. Und die Geschichte ist jene, dass das für mein Ego zwar nicht so ganz erfreulich war, dass sich unser Ruf noch nicht nach Indien durchgesprochen hat, wiewohl manchmal denkt man sich vielleicht eh besser. Aber in dem Fall war es eigentlich sozusagen ein bisschen so dieser nationale Stolz, dass wir in Österreich Unternehmen haben, die in der Bahnindustrie arbeiten und die, wenn man so will, internationale, globale Weltmarktführer sind. Und wenn Sie sich diesen Komplex der Bahnindustrie anschauen, dann werden Sie deshalb wissen, warum das für uns auch als ÖBB eine besonders erfreuliche Geschichte ist. Und das ist jener Umstand, dass wir für alle diese Unternehmen einen stabilen Heimmarkt gebildet haben, dass wir mit all diesen Unternehmen in stabilen Entwicklungspartnerschaften sind, dass wir investieren in das Ausrollen und in das Entwickeln ihrer Produkte, ihrer hochtechnologischen Produkte, und die damit dann sehr offensiv auf den Weltmärkten agieren können. Und es geht dabei um eine Industrie, die gemessen sozusagen an den Exportquoten die Nummer zwei am Weltmarkt ist, lediglich die Tschechen haben einen höheren Exportanteil. Es gibt kein Land, das so viel Bahnindustrie exportiert wie Österreich, jenseits der Tschechen. Es handelt sich um eine Industrie, die teilweise über 70% Exportquoten hat. Es geht um eine Industrie, die etwa im Schienenfahrzeugbau 9% Forschungs- und Entwicklungsquote hat. Und ich möchte Ihnen jetzt nicht runterdeklinieren, welche Konsequenz das für die Beschäftigung in unserem Land hat. Und ich erzähle Ihnen das deshalb, weil ich halte das für ein sehr, sehr gutes Beispiel, das man noch beliebig erweitern könnte. Kapsch zum Beispiel hat vorige Woche für den Bahnfunk die Slowakei gewonnen, und so finden Sie eine Vielzahl von anderen. Aber es ist ja deshalb ein interessantes Beispiel, weil Sie haben jetzt wahrscheinlich auch über den Feiertag vielleicht ein bisschen mehr Zeitung lesen können und vielleicht mit Interesse verfolgt, was bei der Übernahmeschlacht um Alstom passiert, GE, Siemens, der Streit, wer sich sozusagen bei Alstom engagieren kann, wo es ja um sensible Zukunftstechnologien im Bereich Energietechnologie, also auch Verkehrstechnologie geht. Und was hinter dieser Auseinandersetzung steht, ist ja, wenn man so will, eine industrielle Veränderung, wo es einerseits klarerweise um Economies of Scale geht, aber andererseits um die Frage sozusagen, an welchen Standorten werden Industriestandards gesetzt. Wird das in Zukunft ein europäisches Spiel sein, wird es ein amerikanisches Spiel sein oder wird es was ganz was anderes sein? Und das war ja auch der Grund, warum die französische Regierung so reagiert hat, wie sie reagiert hat, weil das nun mal auch für die gesamte industrielle Entwicklung entscheidend ist, dass wir in Europa solche Leitindustrien haben. Und diese Leitindustrie Bahntechnologie ist eine, die in Österreich, glaube ich, hochentwickelt ist und wo das öffentliche Geld, das sozusagen in diese Entwicklungspartnerschaften geflossen ist, den Niederschlag gefunden hat. Und das Ganze findet jetzt wiederum an einer anderen Stelle sozusagen eine Fortsetzung, die darin besteht, dass wir in Europa, die Europäische Union, sich ein Programm vorgenommen hat, das heißt, den Industrialisierungsgrad von 15% auf 20% zu erhöhen. Und wenn man sich die Größenordnungen anschaut, entgegen vielleicht da oder dort der Stimmungslage, die in Europa, auch in Österreich in der Industrie herrscht, ist das ja ein Ziel, das gar nicht in absurder Reichweite ist. Das ist ja relativ greifbar nahe. Weil wenn Sie sich anschauen, ein europäisches GDP, also Bruttoinlandsprodukt, dann liegt das ungefähr bei 12.600 Billionen Euro. Lediglich 500 Milliarden wären, wenn man so will, notwendig, um dieses Wachstumsziel 15% auf 20% letztendlich
zu erhöhen und 90 Milliarden wäre das Investitionsvolumen, das die europäische Industrie mehr investieren müsste. Die entscheidende Frage dahinter ist aber gar nicht das Geld, das wahrscheinlich aufstellbar ist, das habe ich an diesen Relationen versucht zu zeigen, sondern die entscheidende Frage dahinter ist ja jene, sozusagen auf welche Industriezweige setzen wir? Was sind eigentlich Schlüsselindustrien? Wo wollen wir besonders stark sein und wo sehen wir Anschlussmöglichkeiten für weitere wirtschaftliche Entwicklungen? Ein Konzept, das man gemeinhin unter dem Begriff Industrie 4.0 kennt, weil wenn Sie sich die Geschichte sozusagen der Wirtschaftszyklen anschauen, dann wissen Sie, das begann mit der Dampfmaschine, Eisenbahn war ein wesentlicher Faktor, Automobil ein entscheidender Faktor für einen konjunkturellen Aufschwung, Computerisierung, später Digitalisierung. Und in unserem Kontext, in unserer Zeit, ist es ja, glaube ich, ziemlich auf der Hand liegend, dass es nur ein Thema geben kann, das diese nächste Industrialisierungswelle treibt, und das ist, wenn man so will, die Ökologisierung. Wenn wir unser Heil suchen in Ökodumping oder auch Sozialdumping, davon bin ich überzeugt, werden wir in Europa den Fortschritt nicht erzielen, den wir letztendlich brauchen. Und an der Stelle schließt sich der Kreis zu meiner Anekdote mit dem indischen Kollegen, weil das, was wir in Österreich getan haben, bewusst eine Industrie wie die Bahnindustrie zu fördern, die globale Champions geworden sind, die einen globalen Anspruch haben, ist genauso ein positives Modell, weshalb ich glaube, dass die politischen und die wirtschaftlichen Ziele in Europa trotz des ganzen Abgesangs, trotz der China- und Emerging Markets Diskussion in Reichweite sind und wir mit einem gewissen Zukunftsoptimismus den weiteren Entwicklungen entgegenblicken können. Die zweite Geschichte, die sich auch aus der wochenendlichen Zeitungslektüre noch einmal wunderbar bestätigt hat, ist folgende. Vielleicht ist Ihnen das auch schon mal untergekommen. Es gibt in Deutschland eine große Diskussion über den Zustand der Infrastruktur. Dort wird allgemein gesagt, aufgrund des schlechten Zustands der Straßen, der Brücken, der Schieneninfrastruktur läuft Deutschland Gefahr, Wachstumsdynamik zu verlieren. Das ist eine große Debatte, die finden Sie in all den großen deutschen Zeitungen, die wird von all den großen deutschen Wirtschaftswissenschaftlern geführt und mit einem zunehmend kritischeren Ton. Die beste Entsprechung dieser ganzen Geschichte ist, dass Sie mittlerweile im Osten Deutschlands, knapp an der polnischen Grenze, sich Ihr eigenes Straßenloch kaufen können. Also das funktioniert so, Sie müssen sich das vorstellen, die Straßen sind in einem elenden Zustand, meistens sind es Gemeindestraßen, die Gemeinden können sich diese Sanierung dieser Straßen nicht leisten, ist natürlich eine gewaltige Wachstumsbremse fürs Wirtschaftswachstum. Was haben findige Bürgermeister getan? Sie verkaufen die Löcher. Das heißt, mit 10 Euro sind Sie dabei, dann wird Ihr Loch persönlich geteert und ab 5 dürfen Sie dem Loch auch Ihren Namen geben. Stand irgendwo in einem Subtext, das war ein besonders findiger Bürgermeister. Also dann haben Sie dort das Lieschen-Müller-Straßenloch für nur bloße 50 Euro erworben. Vielleicht eine gute Idee, Ostern ist vorbei, aber es kommt ja wieder ein Anlass. Der Hintergrund bei dieser Geschichte ist, dass auch da wieder ganz klar wird, dass Infrastrukturinvestitionen, die Qualität in Infrastruktur natürlich entscheidende standortpolitische Funktionen hat. Forschung und Entwicklung logisch, Bildung logisch, der Finanzsektor logisch, aber Infrastruktur ist ein ganz wesentlicher Faktor, um wirtschaftliche Entwicklung generieren zu können. Robert Schiller hat im vorigen Herbst den Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen und er hat in der Woche vor dieser Preisüberreichung ein bemerkenswertes Interview gehalten. Und in dem Interview hat er gesagt, auf die Frage, was muss man eigentlich tun, um aus diesem Konjunkturloch zu kommen, hat er gesagt, na, das ist eigentlich ganz einfach. Die Volkswirtschaften müssten sich so verhalten, wie es die Farmen im mittleren Westen der USA tun. Die machen nämlich Folgendes, im Winter wird der Zaun gestrichen, da wird das Dach repariert, da wird das Futter, die Vorräte eingebracht und man bereitet sich auf den Frühling vor. Auf den nächsten Konjunkturfrühling, hat er gemeint. Und genau deshalb hat er in diesem bemerkenswerten Spiegelinterview empfohlen, in den Ausbau der Infrastruktur, namentlich der Eisenbahninfrastruktur, zu investieren. Österreich tut genau das. Wir haben mit dem Budget, das auf die nächsten 5 Jahre auch einen Rahmenplan für den Ausbau der Schieneninfrastruktur beschlossen hat, 12 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist im europäischen Kontext sehr viel und wird dafür sorgen, dass wir Infrastruktur bauen, die das Rückgrat für den Wohlstand der nächsten 150 Jahre ist, genauso wie Ritter von Geger und seine Zeitgenossen mit der Semmeringbahn zum Beispiel das Rückgrat für den Alpentransit in Österreich geschaffen haben und damit für wirtschaftliche Prosperität. Die dritte Anekdote von der Wochenendlektüre bezogen ist folgende. Vergangene Woche gab es wieder die jährliche Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway. Das ist die Firma von Warren Buffett. Ich
glaube, Sie kennen sie alle ganz gut. Und es war faszinierenderweise in der Zeitung zu lesen, ich glaube, seit 50 Jahren läuft jetzt dieser Fonds und die haben es geschafft, pro Jahr eine durchschnittliche Rendite von 21% abzuliefern. Völlig unvorstellbar, eine herausragende Leistung. Und meine Überlegung beim Lesen dieser bemerkenswerten Zahlen war jene. Wir haben hier in Österreich mitunter eine Debatte darüber, wie öffentliche Unternehmen geführt werden sollen. Und da gibt es ja viele Experimente, die reichlich schiefgegangen sind. Es gibt ganz wenige gute Ausnahmebeispiele. Aber das Gedankenexperiment Warren Buffett geht folgendermaßen, dass wir uns gemeinsam versuchen sollten, mal vorzustellen, wie das eigentlich wäre, wenn eine Bahn, eine europäische, gerne auch die ÖBB, von einem privaten Fonds, der auf Renditeoptimierung orientiert ist, zu steuern bzw. auszulegen. Das spannende Experiment geht folgendermaßen, dass Sie wissen müssen, dass wir im Rahmen der ÖBB in den nächsten Jahren etwa 500 Millionen Euro ausgeben werden für die barrierefreie Ausstattung unserer Züge, Busse und Bahnhöfe. Und wenn wir uns jetzt kurz nochmal den Warren Buffett vor Augen führen und uns vorstellen, wie selbst dieser bedeutendste Investor unserer Tage in der Lage ist, aus Behindertenaufzügen Renditen von 21% jährlich oder von mir aus auch etwas weniger zu generieren, dann wissen wir natürlich, dass das nicht funktionieren kann. Kein Mensch kann mit Behindertenaufzügen ein Geschäft machen. Und das ist auch nichts Schlechtes, sondern es geht hier in diesem Kontext ja um eine ganz eine andere Frage und deshalb ist das Gedankenexperiment mit dem Warren Buffett natürlich hochgradig unsinnig. Und das ist jenes, dass Bahn immer ein Gemeinschaftsprojekt ist. Bahn ist immer der Versuch sozusagen einer Gesellschaft, die Möglichkeit Menschen zu schaffen, am wirtschaftlichen Leben teilzuhaben, am kulturellen Leben teilzuhaben, Freunde zu treffen, zur Arbeit zu fahren. Das ist die Grundidee. Bahn ist und bleibt ein Gemeinschaftsprojekt. Und das materialisiert sich folgendermaßen, dass Sie in ganz Europa keine Bahninfrastruktur haben, die profitabel ist. So etwas gibt es schlecht nicht. Nehmen Sie den Eurotunnel zum Beispiel, der London und Paris verbindet, dort haben Sie 80% Marktanteil. Das heißt, 8 von 10 Leuten fahren mit der Bahn zwischen London und Paris hin und her. Und trotzdem ist es so, dass diese Gesellschaft schon zweimal entschuldet worden ist, zweimal aus der Insolvenz heraus gerettet worden ist. Da reden wir aber von zwei Weltmetropolen, die hier verbunden werden und wir reden nicht von Sigmunds Herberg und Horn, was unsere österreichische Realität ist. Und Geld in die Bahn zu investieren bedeutet letztendlich immer die Entscheidung zu treffen, wie viel wollen wir an diesen Teilhabechancen, wie wollen wir, dass Menschen am gesellschaftlichen Leben partizipieren, wie wollen wir, dass sie am wirtschaftlichen Leben partizipieren. Das ist die Fragestellung und dann gilt es eine Abwägung zu treffen, ist das zu viel, ist das zu wenig, muss das letztendlich mehr sein. Es ist also immer, wenn man so will, auch eine Frage einer Gesellschaft, wie man sich selbst definiert, sei es auch, wie man mit Randgruppen wie Leuten, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, umgehen. Ich halte das für einen ganz einen wesentlichen Punkt. Oder bleiben Sie bei einer anderen Geschichte, Sigmunds Herberg Horn. Dort haben wir Bahnverbindungen, die werden vom Land Niederösterreich im konkreten Fall bestellt. Da gibt es einen Verhandlungsprozess, die Niederösterreicher wollen das. Wir sagen, ein Zug kostet dort so und so viel Geld, wie viele davon wollt ihr haben, wie soll das alles ausschauen? Und dann gibt es eine Vereinbarung, das Land bestellt einen wesentlich kleineren Anteil, sind Ticketerlöse. Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass Warren Buffett zwischen Sigmunds Herberg und Horn ein Geschäft machen würde oder auch nur dort in Erwägung ziehen würde zu investieren? Natürlich würde er das nicht. Am Ende bleibt es auch hier eine gesellschaftliche Fragestellung, wo es um Teilhabechancen geht und um die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Das Problem bei diesen Anekdoten ist, sowohl bei der Investition in der Infrastruktur als auch sozusagen bei dem Netzwerk, das wir an Verkehrsdienstleistungen unterhalten, dass ich völlig überzeugt bin, dass wir berechtigt hier auch einen gesellschaftspolitischen Diskurs zu führen haben. Das Problem aber ist, wenn Sie nur einen gesellschaftspolitischen Diskurs führen und ein Unternehmen zu führen haben, dann geht das erfahrungsgemäß nicht gut aus. Weil letztendlich ein gesellschaftspolitischer Auftrag kann nie eine Ausrede für ineffizient sein. Am Ende müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie sinnhaft sind bestimmte Infrastrukturinvestitionen oder wie sinnhaft ist es, Züge zwischen Sigmunds Herberg und Horn zu führen und vor allem, mit welcher Effizienz und wie profitabel oder respektive wie effizient wir das Ganze überhaupt führen können. Das ist eine berechtigte Diskussion und an der müssen wir arbeiten. Und deshalb ist unser Plan, dass wir zunächst einmal gesagt haben, auch in der öffentlichen Verantwortung, auch bei all diesen Aufträgen, die wir haben, bei dem ganzen Corporate Social Responsibility Zuständigkeiten und so weiter, muss unser erstes Ziel sein, ein Unternehmen zu führen, das mit bestmöglicher Effizienz, mit bestmöglichen Einsatz
der Steuermittel. Und das ist eine, kann ich Ihnen sagen, eine tägliche Herausforderung, weil wenn Sie antreten, so ein Unternehmen zu führen, dann funktioniert das so, als ob Sie in ein Startup mit 42.000 Leuten reinkommen. Und dann müssen Sie ganz fokussiert die Veränderung suchen, die Veränderung wollen und an dieser Veränderung jeden Tag arbeiten, weil Sie wissen, dass der Tag kommen wird, wo das System zurückschlägt und wo vor allem der entscheidende Punkt ist, dass Sie sich nach den ersten Erfolgen bewusst sein müssen, dass Sie noch gar nichts erreicht haben, sondern dass dieser Weg weitergehen muss. Was denkbar schwierig ist, weil sobald Sie mal Gewinne schreiben, so wie wir das mittlerweile tun, mit über 100 Millionen im vergangenen Jahr, natürlich, wenn man so will, sich manche wieder in ihren Schneckenhäusern verkriechen wollen. Aber es ist entscheidend, dass wir da vorankommen und wenn Sie sich da die Bilanz anschauen, ich habe jetzt das Betriebsergebnis genannt, das ist ein Punkt, wir sind mittlerweile die profitabelste Güterbahn in Europa, sagt sehr viel auch über das Geschäft generell und über die anderen. Wir haben mehr Fahrgäste denn je, wir haben zufriedenere Fahrgäste denn je, alles das ist positiv gelaufen, aber unser Benchmark sozusagen muss hier ein noch wesentlich ambitionierterer sein. Ein Unternehmen führen, ganz entscheidend. Der zweite Punkt, den wir vorhaben, ist, wir brauchen naturgemäß eine Perspektive, die über diese pragmatischen Ansätze hinausgeht, weil nur so sind sie in der Lage, wenn man so will, Gefolgschaft in einem Unternehmen und Motivation zu mobilisieren. Der zweite Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir Bahnfahren zum Lifestyle machen wollen. Wir wollen das zum Teil eines natürlichen und modernen Lebensstils machen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, vor allem, weil Sie letztendlich in unglaublich langen Reichweiten hier denken müssen. Ein Freund von mir hat letztens das Bahnangebot der ÖBB genutzt, ist von Wien nach Linz gefahren und hat danach geschwärmt, hat gesagt, das war großartig, nach einer Stunde 15 im Railchat ausgestiegen, super pünktlich gewesen und in Linz angekommen. Ich war sehr froh über dieses Urteil, aber eigentlich muss unser Plan ja ganz was anderes sein. Unser Plan muss sein, dass sobald Sie einen Zug besteigen, Sie angekommen sind. Dass wir, wenn man so will, völlig neue Erlebniswelten versuchen zu schaffen und wenn man so will, das Bahnfahren zu sowas wie einer Selbstverständlichkeit oder so einem Komfort-Einrichtung zu machen, wie es heute das Benutzen etwa eines Smartphones ist. Das bedeutet für uns allerdings, dass wir uns mit Fragen wie Ticketing beschäftigen, mit der Zugausstattung beschäftigen, mit der Frage von Fahrplänen, der Vernetzung von Fahrplänen beschäftigen und es bedeutet vor allem für uns, dass alles, was wir jetzt tun, Sie in frühestens 5, realistisch betrachtet, in 10 Jahren spüren werden. Das ist leider das Schicksal dieses Bahngeschäfts. Und neben der Frage sozusagen, wie machen wir aus der ÖBB ein Unternehmen, wie schaffen wir eine Vision, das Bahnfahren zum modernen Lifestyle zu machen, bin ich überzeugt, dass es noch um einen dritten Punkt geht und das ist der, wenn man so will, dass man, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, ja natürlich versucht eine gute Zeit zu haben, das ist ganz klar, die Dinge zu machen, die einen persönlich motivieren, aber eigentlich muss ja der Anspruch sein, sozusagen, was bleibt von dem, was wir hier gemeinsam tun, wie nachhaltig ist eigentlich der Weg, den wir beschritten haben. Und meine persönliche Überlegung ist, dass wir natürlich ein Unternehmen sind, das eine besondere Nähe zur Politik hat, weil die Politik beauftragt uns und mit dem Bau von Infrastruktur stellt uns Budgetmittel zur Verfügung, damit wir diese letztendlich auch finanzieren können. Das wird immer ein Faktum bleiben. Aber trotzdem im täglichen Betrieb des Unternehmens brauchen wir Distanz zu politischen Ritualen, brauchen wir Distanz letztendlich zu politischer Logik und wir müssen versuchen, jenseits der persönlichen Konstellation zu schaffen, dass dieser Prozess ein irreversibler wird. Und für uns sind da ein paar Meilensteine ganz entscheidend gewesen und einer davon ist, dass wir heute ein Unternehmen sind, das auf dem internationalen Arbeitsmarkt etwa im Logistikbereich hochinteressant sind. Wir haben mittlerweile Leute, die kommen von Kühne, die kommen von Schenker, die kommen von Maersk, die kommen von McKinsey, die kommen von internationalen Fluglinien oder Telekomunternehmen und sie sind, wenn man so will, für mich persönlich der Garant, dass diese Irreversibilität dieses Prozesses entsteht. Genauso wie wir uns mit der Frage beschäftigt haben, wir müssen unsere Führungskader ausschauen. Wir haben die Zahl der Führungskräfte halbiert, was natürlich ein entscheidender Schritt ist, was darum geht, effizienter zu werden, schlanker zu werden, fokussierter zu werden. Aber was noch wenig wichtiger ist, es war nicht nur eine Halbierung, sondern die gesamte erste und zweite Führungsebene des Unternehmens musste sich in den 4 Jahren, in dem ich im Haus bin, neu bewerben für die Jobs, die sie auch in der Vergangenheit hatten. Da haben wir viele ausgetauscht, Steine oder andere ist geblieben. Weil auch das halte ich für entscheidend wichtig, Rotation reinzubringen, ein anderes Denken reinzubringen, Leute auf die Unternehmensaufgabe zu fokussieren und nicht, wenn man so will, eine politische Diskussion zu führen. Und dann gibt es noch einen Punkt, der bei all dem oben drüber schwebt und das ist, wenn man so will, die finale Konklusion. Ich habe es vorhin schon gesagt, als Bahnchef arbeitest du immer für deine Nachfolger.
Wir haben das historische Glück gehabt, dass unsere Vorgänger viele Dinge auch richtig gemacht haben. Wenn Sie an die großen Infrastrukturausbauten und die Strecke an der Westbahn denken, da war nicht nur alles falsch, was da kritisiert worden ist. Aber der entscheidende Punkt ist, dass Sie, wenn man so will, diese nachhaltige Wirkung sich permanent vor Augen führen müssen und immer wissen müssen, das, was wir heute tun, das wirkt in zwei, das wirkt vielleicht in drei Manager oder in Kundengenerationen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist gar nicht so eine leichte Schule, weil als ÖBB-Chef sind Sie damit konfrontiert, dass 25.000 Zeitungsartikel jedes Jahr über unser Unternehmen erscheinen. Also Sie müssen sich das vorstellen, die Awareness ist gewaltig. Ich glaube, der nächstgrößere hat nicht einmal ein Fünftel dieser Aufmerksamkeit. Das geht so, wenn einer unserer Postbusfahrer im kleinen Walsertal an Dackel anfahrt und den nicht Mund zu Mund bearbeitet, stehen wir in der Zeitung. Also es ist ein permanentes Rauschen, es ist eine permanente Personalisierung. Du stehst im Mittelpunkt des Unternehmens, du stehst im Mittelpunkt auch natürlich als Person. Und vor dem Hintergrund ist es doppelt schwierig zu sagen, wir wollen eigentlich was Bleibendes machen, was nicht, wenn sozusagen ich persönlich von der Tramway überfahren bin, morgen schon wieder zu Ende ist. Und das ist auch eine gewaltige Übung in Demut. Und ich kann Ihnen sagen, für mich einer der berührendsten Momente ist gewesen, als wir die Strecke zwischen Wien und St. Pölten eröffnet haben, den Lainzer Tunnel. Da habe ich meine Mitarbeiter gebeten, sie mögen mir zusammenschreiben, wer alle mitgewirkt hat, bei wem ich mich alle bedanken muss und persönlich zwei, drei Worte an ihn richten muss für seine Arbeit, die er da in den letzten Jahren geleistet hat. Und der springende Punkt ist gewesen, zur Vorbereitung ist mein Assistent gekommen mit einer Liste, die jetzt ungefähr so ausgeschaut wie das Wiener Telefonbuch. Und der Grund ist völlig logisch, weil das Projekt ist über 24 Jahre gegangen. Viele haben die Staffel getragen, ein Stück des Weges, viele haben ihren Beitrag geleistet, in den unterschiedlichsten Berufsgruppen, in den unterschiedlichsten Funktionen. Und in der Situation wird dann natürlich auch bewusst, was deine persönliche Stellung ist, und das hilft manchmal ganz gut, um die Langfristigkeit in den Vordergrund zu stellen und das eigene Wirken ein bisschen zu relativieren. Und manchmal wird einem das dann auch mit einem ganz schönen Vehemenz näher gebracht. Es darf vielleicht an dieser Stelle mit einer letzten persönlichen Beobachtung schließen. Und das ist jene, dass wir uns natürlich massiv um die Kommunikation kümmern. Es ist ein großer Change-Prozess, und ein Change-Prozess ist Kommunikation, das Um und Auf. Sie müssen permanent erklären, in welche Richtung es geht. Und da kommt natürlich ein hohes Maß an Personalisierung dazu, ich habe es schon erwähnt. Und ich erinnere mich lebhaft, und es wird mir ewig eine Lehre bleiben, im vergangenen Jahr beim Alpbach-Symposium hatte ich das Vergnügen, bei unseren Postbus-Kollegen vorbeizukommen. Und die standen dort und haben eine kurze Pause gemacht, bevor es wieder weitergegangen ist. Und natürlich im Sinne sozusagen, ich bin ja bestens motiviert, aber jetzt geht es darum, die Mitarbeiter zu optimieren, steuerst du auf die zu, versuchst ein paar freundliche Worte dort zu verlieren, wie geht's, wie ist das Wetter und wie läuft der Bus und so in dieser Größenordnung. Naja, und irgendwie tue ich das bei diesem Postbus-Chauffeur und merke, dass der immer befremdlicher schaut und irgendwie so diese Geste so vor Augen hat und was will der Typ. Glücklicherweise ist man ja nie allein, mein Assistent war mit und klärt den Postbus-Chauffeur auf und sagt, Sie, Herrn, das ist Ihr Chef. Naja, die Antwort des Postbus-Chauffeurs war reichlich ernüchternd, er hat gesagt, nein, sicher nicht, mein Chef ist der Gary. Das hilft manchmal sehr zu abstrahieren, ich kann es Ihnen sagen. Danke.